Unter welchem Namen soll ich denn Ihre E-Mail eintragen? Na, unter meinem natürlich, Adolf Hitler. Sorry, wie ich jetzt nochmal nachfrage, aber heißen Sie wirklich so? Nein, ich heiße natürlich nicht wirklich so. In Wirklichkeit heiße ich Schmuel Rosenzweig. Na, das ist doch super. Schmuel ist doch dufte. Schmuel, schreibe ich das mit H? Das war ein Scherz. Adolf.Hitler ist weg. Was weg? Jemand hat meinen Namen da. Und wenn Sie einfach einen anderen Namen nehmen? Sie meinen wie ein Pseudonym? Na quasi. Nehmen Sie die neue Reichskanzlei. Die habe ich immer gemocht. Sagen Sie, wer kontrolliert das Ganze eigentlich? Es gibt doch jetzt kein Reichspropagandaministerium mehr. Nee, das läuft jetzt auch alle ziemlich ungeregelt im Netz, mein Führer. Ja? Das ist gut zu wissen.